Und wir kommen an dieser Stelle zu Breaking News. Bei Vizekanzler HC Strache ist im Büro eingebrochen worden. Dazu bei uns jetzt im Studio. Politikerin Isabel Daniel, genau. Was ist bitte passiert? Wir haben gehört, eingebrochen wurde. Welche Details sind schon bekannt? Also wir haben gerade erfahren, dass die FPÖ angibt, dass sie heute in der Früh draufgekommen sind, dass im Büro des Vizekanzlers, also von Heinz-Christian Strache im Palais Dietrichstein, am Minoritenplatz im 1. Bezirk in Wien, offenbar eingebrochen wurde. Und es wird angegeben, auch vom Verteidigungsminister, vom blauen Verteidigungsminister Kunasek, dass dort im Büro vom Heinz-Christian Strache mutmaßlich zwei Wanzen gefunden wurden. Also das offenbar glaubt die FPÖ, dass der Heinz-Christian Strache von wem auch immer abgehört wurde. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz frisch reingekommen zu uns. Wir haben das jetzt erfahren. Und jetzt laufen natürlich Ermittlungen, wer steckt dahinter, wer könnte dahinter stecken. Was wurde entwendet? Und was wurde entwendet? Wir sind irgendwelche Unterlagen, irgendwelche Softwares, irgendwelche Daten von Straches Computer oder sonstigen. Wir wissen ja, im Moment ist gerade eine sehr brisante Zeit rund um Akademikerball, der am Freitag stattfindet, wo der Heinz-Christian Strache hingeht, aber auch die Nazi-Affäre um seinen freiheitlichen Spitzenkandidaten in Niederösterreich. Es ist sehr, sehr viel los und mitten in diese Geschichten platzt jetzt eben der Einbruch im Büro des Vizekanzlers. Was sind deine Vermutungen, wer dahinter stecken könnte? Was kann man mutmaßen oder gibt es da keinen Ansatz? Also das wäre völlig unseriös von mir. Das ist wirklich ganz, ganz frisch passiert. Also ich denke mir, es ist nicht so einfach in ein österreichisches Ministerium. Das Palais Dietrichstein ist ganz unmittelbar in der Nähe des Bundeskanzleramts und der Hofburg, also wo Kanzler und Bundespräsident sitzen, wo auch immer eine Polizeipräsenz und immer eine Kobra-Präsenz da ist. Jetzt weiß ich nicht, in der Nacht kann man natürlich an einem dunklen Platz, das wird man abwarten müssen, wer da wirklich eingebrochen hat, wer da Wanzen installiert haben soll. Das klingt schon alles sehr spionagemäßig. Das stimmt. Und da ist man jetzt auch im Zuge dessen, wie man eben geschaut hat, was da passiert ist, draufgekommen mit den Wanzen. Also weiß man, wo die versteckt man oder... Ist es davor schon rausgekommen? Nein, nein, das ist alles jetzt gerade. Also die FPÖ gibt jetzt an, dass sie diese Wanzen gefunden hätten. Sie haben offenbar ihren Verteidigungsminister schon informiert, der offenbar mit seinen Leuten geschaut hat und eben diese Wanzen gefunden hätte. Jetzt ist das Stichwort vielleicht auch Akademikerball morgen. Jetzt haben wir ja vorher schon zu unserem OE24-TV-Chefredakteur geschalten. Die ersten Flashmobs laufen. Man muss sagen, es hält sich noch sehr in Grenzen. Circa 30 Leute, ich nehme an 30, 40 waren vor Ort. Wird das irgendwie morgen eskalieren? Kann man irgendwas prognostizieren? Wird das gefährlich werden? Oder was schätzt du? Naja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Stimmung sehr, sehr polarisiert ist und dass die gesamte Wiener Polizei ist in Alarmbereitschaft. Es haben sich sehr viele Demonstranten angekündigt, weil es ist ja eine sehr emotionale Situation. Der Akademikerball, der ja harmlos klingt, ist ja der Ball der Burschenschaft da und regt eigentlich seit sehr vielen Jahren auf. Es gab immer wieder Demonstrationen. 2014 kam es auch zu gewaltigen Auseinandersetzungen. Und natürlich ist es dieses Jahr so, dass zum ersten Mal in der Geschichte dieses Balls ein Vizekanzler, nämlich Heinz-Christian Strache, hingeht. Jetzt weiß man, dass die Demonstranten, die natürlich auch der linken Szene stark angehören, keine Freunde dieser türkis-blauen Regierung sind, schon gar nicht von Burschenschaftern sind. Wir haben diese Landbauer-Affäre, wo eben die Burschenschaft Germania mit Vergasungsliedern jetzt von der Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen sie laufen. Das heißt, das ist schon ein sehr explosiver Cocktail, der im Moment vor diesem Ball läuft. Aber die Polizei hat auch genau geschaut, welche ausländischen Demonstranten kommen könnten. Es ist die Befürchtung, dass der schwarze Block kommt. Es wird da versucht, noch an der Grenze einige abzuhalten, dass die gar nicht erst reinkommen. Aber es wird morgen sicher eine sehr große Herausforderung für die Wiener Polizei und auch für die Demonstranten werden. Isabel, vielleicht noch eine Frage zu Udo Landbauer mit dieser Nazi-Affäre. Wie glaubst du, werden sich jetzt die nächsten Tage bis Sonntag hin entwickeln, dass er sich vielleicht so ein bisschen aus der Affäre ziehen kann?
Naja, er versucht sich ja bereits aus der Affäre zu ziehen und obwohl in diesem sogenannten Lied da eindeutig antisemitisch, eindeutig verhetzend agiert wird, hat er dann irgendwie angefangen. Er kennt das nicht und er wird sich auch nicht das O Tannenbaum singen lassen, nehmen lassen. Das eine hat mit dem anderen genau nichts zu tun. Aber er versucht jetzt einen uralt FPÖ-Schmäh, nämlich den alten Slogan jetzt erst recht zu machen, versucht das irgendwie als Kampagne gegen sich selber als Opfer darzustellen, betont jetzt plötzlich, dass er halber Perser sei. Auch das, da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also das Einzige, was man fix sagen kann, ist, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet hat gegen die Burschenschaft, dessen Vizeobmann der Herr Landbauer war, bis er das rund gestellt hat. Was man sagen kann, ist, dass die Polizei bereits Hausdurchsuchungen bei der Germania, also bei Landbauers Burschenschaft, gemacht hat, da Liedbücher sichergestellt hat und auch andere Unterlagen beschlagnahmt hat. Und dass gegen unbekannt ermittelt wird, dass die Germania einen der ihren offenbar als Hauptverdächtigen jetzt genannt hat. Da wird man abwarten müssen. Aber natürlich im ganzen Finish dieses Wahlkampfs gibt es nur noch diese Affäre. Ja, aufregender könnte es gar nicht sein. Ne? Am Sonntag ist es soweit. Ganz aufregend ist es jetzt auch vor der Hofburg, denn unser OE24-TV-Chefredakteur ist live dabei bei den Flashmobs, die Proteste zum Akademikerball. Ah, und ich höre gerade, ja, er ist momentan beim Palais Dietrichstein. Genau, und da geht es jetzt um den Einbruch bei Hansi Strache. Wolfgang, was sind denn die aktuellen Informationen? Weiß man schon mehr? Ja, also ich bin hier beim Palais Dietrichstein am Minoritenplatz 3. Hier hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache seinen Amtssitz. Und wir haben aus dem Umfeld des Vizekanzlers erfahren, dass es einen Einbruch gab, nämlich offenbar direkt in das Büro des Vizekanzlers. Dort wurde eingebrochen. Es ist zur Stunde noch nicht ganz klar, was fehlt, ob was fehlt. Aber offenbar ist auch etwas dazugekommen, denn unbestätigten Meldungen zufolge sollen Wanzen gefunden worden sein. Das ist unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das klingt wie aus einem Spionagefilm, aus einem Spionageroman. Aber offenbar wurden beim Einbruch in das Vizekanzleramt, in das Büro von Hansi Strache, da wurden dann Wanzen entdeckt, die man eventuell einem ausländischen militärischen Geheimdienst zuordnen könnte. Das sind die ersten unbestätigten natürlich Berichte und Gerüchte, die uns erreichen aus dem Umfeld des Vizekanzlers. Aber das ist eine unglaubliche Geschichte, die sich hier abspielt. Ich habe vorher kurz gesprochen mit einem Mitarbeiter, die sind hier völlig unentspannt, ganz hochnervös, haben gefragt, was wir hier mit der Kamera machen. Zurzeit gibt es noch keine offizielle Stellungnahme. Wir versuchen natürlich, dass wir so rasch als möglich einen Sprecher des Vizekanzlers vor die Kamera bekommen oder vielleicht am besten Hansi Strache selbst. Aber die erste Meldung, die klingt wirklich unglaublich und wie aus einem Hollywood-Thriller. Im Büro vom Vizekanzler von Hansi Strache soll es einen Einbruch gegeben haben und dabei sollen dann bei den Aufräumarbeiten oder bei den Klärungen für diesen Einbruch sollen Wanzen gefunden worden sein, die eventuell von einem ausländischen Geheimdienst hier installiert worden sein könnten. Lieber Wolfgang, gab es in den letzten Jahren ähnliche Vorkommnisse? Kannst du dich an irgendein historisches Ereignis erinnern, wo ebenfalls Wanzen gefunden wurden oder eben auch in ein Vizekanzlerbüro eingebrochen wurde? Gab es da schon mal irgendwas in der Geschichte? Nein, Das ist meines Wissens in der Geschichte der Zweiten Republik eigentlich einzigartig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass so etwas schon jemals passiert ist. Also, dass hier im Büro eines Regierungsmitgliedes Wanzen gefunden wurden, das ist meines Wissens zumindest noch nicht nach außen gedrungen. Vielleicht in der Zeit des Kalten Krieges einmal irgendwo vorgekommen und dann unter der Tuchend gehalten worden. Aber in den vergangenen 20, 30 Jahren, soweit ich mich erinnern kann, gab es so einen Vorfall noch nie und wir müssen wirklich darauf warten noch, bis es eine Bestätigung kommt, aber sollte es wirklich diese Bestätigung geben, dann wäre das also ein Wahnsinn, eine Sensation oder im negativen Sinne ein Agenten-Thriller mit Hansi Strache im Zentrum. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass so etwas in Österreich passiert.
Vielen Dank, Wolfgang, für deine Einschätzungen, vor allem dieses, dass du so rasch eben rübergegangen bist und uns mit diesen Informationen versorgst. Wir halten Sie natürlich am Laufenden zum Einbruch ins Vizekanzlerbüro von HC Strache.